So Leute, diesmal machen wir das ein bisschen anders. Den kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga findet ihr bei Gambify. Da dann auch meine Tipps vom Buschi-Tippspiel. Ich bin nämlich im Ruhe- und Urlaubsmodus gerade. Und deshalb, ja, ich muss einfach mal durchpusten. Das war die Hölle die letzten 10 Tage. Und ehrlich gesagt hatte ich keinen Bock, mir jetzt die Tipps nochmal rauszuschreiben und hier wieder zu erzählen und hast du nicht gesehen. Ich bin einfach alle. Ja, und das muss man auch mal akzeptieren. Also, beim Buschi-Tippspiel Gambify, ihr kennt die App, ihr kennt die Seite. Da findet ihr, glaube ich zumindest, auch meine Tipps. Und wenn nicht, ist auch egal. Ich stehe im Moment auf Platz 820. Gewinnen werde ich diese Saison nicht mehr. Ob es nächste Saison ein Buschi-Tippspiel gibt, die Fragen kommen immer wieder, kann ich noch nicht genau sagen. Der Verdacht liegt aber nahe, dass wir weitermachen. Allerdings machen wir dann wieder, was die Preise betrifft. Diesmal gibt es ja für den Gesamtsieger 2 Tickets für ein Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM und für den besten Einzelspieltagssieger. Aber wir machen das nächstes Jahr wieder anders, weil ganz viele Leute gesagt haben, so eine persönliche Geschichte, wie das Fangrillen in der vergangenen Saison, das finden sie besser. Also lasse ich mir dann für die kommende Saison irgendwie was einfallen, wo wir wieder ja, so ein persönliches Treffen machen und irgendeinen Schabernack zusammen machen. Eine Floßfahrt auf der Isar mit den Top 10 oder so. Bier, Kapelle dabei, das wäre auch was, ne? Ist aber teuer. Holen wir uns einen Sponsor. Herrlich. Also, meine Tipps gibt's bei Gambify. Gewinnen tue ich eh nicht mehr. Schönes Wochenende. Sprach er am Montag. Das kommt gut an. Tschüss.